Menschliche Existenzen werden zerstört mit einem Fingerschnapp. Und zack, bist du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz los. Und je nachdem, wie es läuft, bist du vielleicht das finanzielle Haus los. Wenn es dumm läuft, zerbricht deine ganze Familie. Massenhaft geschieht genau das, nicht nur jetzt, sondern schon seit vielen Jahren. Es gibt aber etwas, was den riesengroßen Unterschied macht. Selbst wenn du betroffen bist, aber erst mal schön der Reihe nach. Vor vielen Jahren habe ich im Outplacement gearbeitet. Über zwei Jahre lang. Outplacement, das ist so die schön schreiberische, neudeutsche Umschreibung von Firma macht eine Abteilung platt oder schmeißt aus so, sonstigen Gründen massenhaft Leute raus. Ja. Outplacement. Da war ein Mann dabei, der hat in der Abteilung Forschung und Entwicklung gearbeitet und hat damals vor über 20 Jahren mehr als 7000 Euro verdient. Jetzt würdest du sagen: Naja, Forschung und Entwicklung ist doch normal, dass man da gut verdient. Das Besondere war, dieser Mann war weder Ingenieur noch hat er überhaupt studiert. Aber er hatte sich in dieser Firma hochgearbeitet und war einer der verdientesten Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Und diese Firma, die hat unter anderem Vorprodukte hergestellt für die Weltraumfahrt. Jetzt wurde diese Firma zum x Mal verkauft und letzten Endes ein Großteil der Mitarbeiter ja, freigesetzt. Ja, nicht rausgeschmissen, man hat sie freigesetzt. So auch diesen Mann. Ja, was hat dieser konkrete Mann getan? Er hat sich auf das zurückbesonnen, was er ursprünglich gelernt hat. Er war nämlich Briefträger und in dem Bereich hat er sich dann wieder eine Arbeit gesucht. Jetzt war er in der glücklichen Situation, dass er ein entschuldetes, ein Familienhaus hatte, dass seine Familie ja sozusagen gesund hinter ihm stand. Das ist sozusagen ein Beispiel im Positiven, wo alles gut gegangen ist oder auch nicht. Weil ja, spätestens wenn er in den Ruhestand geht, da wird ihn eben dann der Hammer treffen. In meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die einer bestimmten Firma angehören, eine Firma, wie es sie x-fach auf dieser Welt gibt. Und in dieser Firma hat jemand vor einem Jahr beschlossen, dass x Prozent aller Mitarbeiter weltweit freizusetzen sind. Durch alle Abteilungen, durch alle Länder hindurch. Und so werden Manager gegangen, teilweise mit hohen Abfindungen, so werden ja Directors und wie sie alle heißen gegangen, zum Teil mit hohen Abfindungen und manche sind ein Jahr später kaputt trotz Geld. Andere, die vielleicht nicht gegangen wurden, gehen selbst, weil sie einfach merken, sie können da nicht mehr, sie wollen da nicht mehr. Und äh, wiederum andere merken, dass es ja, der Zufall, das Schicksal oder was auch immer wollte, dass sie hochgespült wurden und andere werden quasi degradiert. Jetzt wirst du vielleicht sagen: Naja, wie gut, dass du verbeamtet bist, dass du in einer kleinen Firma arbeitest, dass das in deiner Firma nicht passieren wird. Vor 30, 40 Jahren galten Arbeitsplätze zum Beispiel in Banken als sicher. Und letzten Endes die einzige Sicherheit, die du auf dieser Welt wirklich hast, die einzige Sicherheit, die du auf dieser Welt wirklich hast, ist deine innere Sicherheit. Und in dem Maß, wie du weißt und vor allem spürst, was dich innerlich, was dich als Mensch wirklich ausmacht, in dem Maß wird dich ein Sturm, der da draußen gegebenenfalls tobt, oder auch eine Sinnlehre, der sich viele Menschen im Äußeren ausgesetzt fühlen. In deinem Inneren entweder nichts machen oder es wird dich in deinem Inneren die Chancen, die gigantischen Chancen sehen lassen, die da draußen eben sind. Letzten Endes könnte man sagen, im Kern verdient jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten sein Geld nur, und jetzt Achtung, Dank Problemen. Ja, wenn es nicht Menschen gäbe, die zum Beispiel im Winter frieren würden, dann wäre man nicht irgendwann auf die Idee gekommen, zum Beispiel Kohlen abzubauen, die man verbrennen kann, sodass diese Menschen dann im Winter eben nicht mehr frieren müssen. Und das ist jetzt ganz bewusst ein sehr banales, aber anschauliches Beispiel. So, der Mensch, der in der Kohlegrube arbeitet, der verdient sein Geld im Kern nicht damit dass er eben gegen Kohlen abstemmt, sondern der verdient letzten Endes sein Geld damit, dass er Menschen hilft, im Winter nicht frieren zu müssen. Das heißt, auch dieser Bergbauarbeiter verdient im Kern sein Geld mit dem Lösen von Problemen. Durch unser ganzes Bezahlsystem ist es aber so abgekoppelt, dass die allermeisten Angestellten und Beamten im Kern im Kopf haben, Pro Stunde meines Lebens verdiene ich X Euro. Und dieses Denken oder diese Aussage ist sowas wie eine der schlimmsten Lügen zivilisierter Menschen. Denn im Kern verdient auf diesem Planeten kein einziger Mensch sein Geld damit, dass er eine Stunde lang arbeitet. Ja, im Kern. Im Kern verdient jeder Mensch auf diesem Planeten sein Geld damit dass er Probleme löst. Ja, der Mitarbeiter in einer Firma, der hilft dem Chef, ja, die Probleme zu lösen. Je mehr Mitarbeiter der Chef hat oder die Chefin, desto leistungsfähiger ist in Anführungszeichen der Chef, desto mehr Kunden kann zum Beispiel die Firma insgesamt bedienen. Ich fasse also nochmal kurz zusammen. Menschen verdienen ihr Geld nicht, weil sie eine Stunde lang arbeiten sondern im kern verdienen menschen ihr geld damit indem sie probleme lösen. je größer die probleme sind die gelöst werden je zwingender für die betroffenen für die von den problemen betroffenen diese problemlösung ist desto bereiter sind diese menschen dafür zu bezahlen und je austauschbarer die arbeit ja, desto stärker werden die Arbeiter, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausgetauscht, desto niedriger ist das Gehalt, desto größer ist ja, im Grunde zu Recht die Angst, man könnte wegrationalisiert werden, man könnte durch andere ersetzt werden. Du als Mensch kannst niemals ersetzt werden, wenn du dir als Mensch bist, wenn du dir als Mensch treu bleibst. So du in einer Beziehung bist, wirst du dort gebraucht. So du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist oder Kinder hast, wirst du in deiner Familie gebraucht. Deine Freunde brauchen dich und so weiter. Die Firma, von der du vielleicht dein Geld bekommst, die braucht dich nicht. Die braucht den Arbeitsplatz, den du sozusagen bedienst. Auf der Basis der Stellenbeschreibung dieses Arbeitsplatzes und ja, wenn du nicht mehr willst oder nicht mehr kannst oder wenn dich die Firma nicht mehr will oder wenn die Firma denkt, na ja, jemand anderes kann es besser, billiger, wie auch immer, dann bist du weg. Wenn du Glück hast, dann bekommst du eine Abfindung. Wenn du ganz viel Glück hast, bekommst du eine große Abfindung. Aber mit diesem Geld wiederum kannst du im Kern nur dann wirklich etwas anfangen, wenn du weißt und spürst was dich wirklich ausmacht. Was die meisten Menschen mit diesem Geld machen, ist, sie hauen erstmal ein bisschen was auf den Putz, machen ein bisschen Urlaub, den sie sich in den letzten Jahren nicht gegönnt haben oder nicht gönnen konnten. Ja, und dann versuchen sie die nächsten Monate eine ähnliche Arbeitsstelle zu bekommen, wie die diese davor hatten. Und je nachdem, wie es mit dem Selbstwert aussieht, versuchen sie vielleicht eine Stufe höher zu kommen oder sie schrauben von vorne herein, Ihre Erwartungen runter, sprich, sie bewerben sich auf schlechter dotierte Stellen, sie bewerben sich auf niedrigere Stellen. Ja, und damit geht das ganze Drama im Kern in die nächste Runde. Statistisch gesehen in Deutschland sind um die 86 Prozent aller Menschen angestellt und praktisch alle leiden unter diesem Problem. Das heißt nicht, dass Selbstständige darunter nicht leiden würden, sofern sie sich nicht. Gefunden haben. Den Selbstständigen kann man aber niemand rausschmeißen. Und in dem Maß, wie der Selbstständige eine funktionierende, eine dauerhaft funktionierende Möglichkeit gefunden hat, Geld zu verdienen und wie er vor allem auf Zack ist und sich mit seiner Firma weiterentwickelt, dann wird zumindest nicht von heute auf morgen da irgendetwas geschehen können. Wobei das ist nicht das Wesentliche, auf das ich hier hinaus möchte. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Und die beantwortest du ganz schnell, weil das ist eine ganz einfache Frage. Was macht dich in deinem Leben aus? Und wenn du jetzt zusammengezuckt bist oder erstmal keine Antwort hast, dann kann ich dir dazu sagen: Ja, so geht's 99,x Prozent aller Menschen. Was macht dich in deinem Leben aus? Ich kann ein bisschen konkreter fragen: Was sind deine größten Stärken? Jetzt wirst du wahrscheinlich so was denken wie: Ja, das kommt drauf an. Oder wie ist denn diese Frage gemeint? Was verstehst du denn unter Stärken? Und die allermeisten Menschen, die beantworten diese Fragen jetzt sinngemäß so, wie das, was sie in eine Bewerbung schreiben würden: Ja, dass sie lernfähig sind und dass sie sich auf neue Situationen gut einstellen können und dass sie hochkonzentriert auch, einer, auch anspruchsvollen Tätigkeiten lange nachgehen können. Und, 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 und bla 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 und blub blub blub. Was sind deine Stärken? Was sind deine wahren Stärken? Was sind deine Stärken auf der Ebene deines Seelen-Selbstbewusstseins? Was sind deine wahren Stärken auf der Ebene deines Seelen-Selbstbewusstseins? Was sind deine wahren höchsten Selbstverwirklichungswerte? nicht was sind deine höchsten Ego-Werte, sondern was sind deine wahren, höchsten Selbstverwirklichungswerte? Was sind die deine inneren, höchsten Werte, für die, die du im Extremfall, wenn es sein müsste, bereit wärst, Haus und Hof hinzugeben oder gegebenenfalls sogar dein Leben? In dem Maß, wie du deine höchsten Selbstverwirklichungswerte, deine höchsten wahren Hinzuwerte nicht wirklich kennst, kannst du dich nicht wirklich motivieren. In dem Maß, wie du deine größten Stärken nicht kennst, lebst du weit unter deinem Potenzial. Beides zusammen führt zu einer Art von Sinnlehrer. Und wenn dann von außen irgendetwas passiert, ja, dir nimmt jemand deinen Arbeitsplatz weg, dann kommt es zu einem Zusammenbruch. Aber im Grunde genommen bricht da gar nichts zusammen, außer das Beschäftigtsein im Außen bricht weg. Und wenn das Beschäftigtsein im Außen wegbricht, also wenn die Ansprüche, die Erwartungen von außen an dich wegbrechen, und du sozusagen auf dich zurückgeworfen wirst. Und dann spürst du, wie es um dich wirklich bestellt ist. Und in dem Maß, wie du deine höchsten Stärken kennst, und zwar deine wahren Stärken, die, die dich wirklich ausmachen, die dich begeistern, die dich veranlassen würden, wenn du sie kennen würdest, dass du sowieso jeden Morgen eine Stunde vor dem Wecker aus dem Bett springst, weil du auf dem Weg zu deinen höchsten Selbstverwirklichungswerten weiter, 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 weiter kommen möchtest. Dann wärst du weder angestellt, noch falls du dennoch angestellt wärst, aus welchen Gründen auch immer, würde das irgendwas mit dir machen, außer du würdest Grinsen, lächeln, strahlen, dass du jetzt endlich deine Freiheit ja, gewonnen oder wieder gewonnen hast. Und nein, ich sage nicht, dass es schlecht ist, angestellt zu sein. Ohne Angestellte, ohne Beamte würde die Welt nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Aber sogar in unserem Grundgesetz ist festgelegt, jeder hat ein Recht sinngemäß darauf, sich seine Arbeit frei auszuwählen Grundgesetz ja im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und wir dürfen unsere Persönlichkeit frei entfalten Grundgesetz warum das da wohl drin steht wenn du jetzt so wie du jetzt in deinem Leben bist dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und in dich hinein fühlst in dich hinein fragst mit der Frage wie erfüllt fühlst du dich? Nicht wie angestrengt, nicht wie ausgezehrt, nicht wie gestresst, sondern wie erfüllt. Wie viel Freude ist im Moment in dir? Wie viel Begeisterung? Wie viel Neugierde? Wie viel Motivation? Wie viel Freude? Auf den morgigen Tag. Wie viel Freude auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate. Wie viel Freude, wie viel Begeisterung auf das nächste Jahr. Wie viel Freude, wie viel Begeisterung auf die nächsten fünf Jahre, auf die nächsten zehn Jahre. Und stimmt's? Wenn du ganz ehrlich bist, dann planst du kaum weiter als bis zu deinem nächsten Jahresurlaub überhaupt. Ist es nicht eigentümlich, dass kaum ein zivilisierter Mensch weiß, was er wirklich will, außer allgemeinplätzen. Ja, früher war es oft das größere Auto, was man wollte. Das hat sich verändert. Was ist es, was dich wirklich ausmacht? Was ist es, was du wirklich möchtest? Ich habe mit 15 Jahren angefangen, unter anderem Bücher über Erfolg zu lesen. Damals war mir gleich will erfolgreich werden, ohne dass ich so eine Vorstellung hatte, was das bedeuten könnte, wobei Erfolg war für mich damals gleichgesetzt mit viel Geld. Heute würde ich sagen, das wertvollste, was ein Mensch in seinem Leben haben kann, ist sein Leben zu leben, sein wahres, ureigenes Leben zu leben und zu diesem wahren ureigenen Leben, je nachdem wie dieses Konzept aussieht, ja gehört kein Geld oder ja wenig Geld, Mittel, viel Geld, viel Geld. Es geht aber nicht ums Geld. Je nachdem wie frei man in dieser Welt unterwegs sein möchte, ja braucht es Mittel und Wege, um das tun zu können. Und Geld ist letzten Endes eine Art Ausgleich zu dem Maß an Problemen, die man löst. Je differenzierter die Problemlösung, die man anbietet, desto mehr Geld bekommt man im Gegenwart oft dafür zurück. Man bekommt nicht Achtung deshalb viel Geld, weil man besonders hart arbeiten würde. Bei vielen Menschen, die leistungsbezogen in größeren Konzernen, zum Beispiel in der Automobilproduktion, arbeiten, wenn da einer in der Schicht zu viel arbeitet oder mehr als alle anderen, ja, vielleicht hast du es selbst schon erlebt, was passiert dann? Ja, der wird geächtet. Weil, wenn der eine 30 mehr arbeiten kann als alle anderen, was ist dann die Folge? Man erwartet von den anderen, dass die auch mehr arbeiten. Also arbeitet man im Kollektiv gewissermaßen aus, in Anführungszeichen, guten Gründen nicht. Maximal. Und das ist ja auch sehr verständlich heraus aus vielen Sichten. Wer aber dann letzten Endes so unterwegs ist, kann da wirklich glücklich sein? Relativ früh bin ich auf das Konzept aufmerksam geworden der Lebensmission oder des sogenannten Mission Statements. So ein Satz, das Sinn vom eigenen Leben oder das Ziel im eigenen Leben in einen Satz bringt, damit man einfach im Kern immer wieder sich darauf zurückziehen kann. Ja, wenn man mal vorübergehend glaubt, das Leben habe seinen Sinn verloren und es gibt sicherlich im Leben von jedem Menschen Situationen, die über einen reinschneiden können, wo irgendwas völlig Unerwartetes geschieht, und sei es das Nahe Angehöriger irgendwie verunglückt oder so. Und was es dann eben braucht, das ist etwas, was einem aus dem Inneren heraus Halt geben kann aus dem Inneren, das Äußere. Das kann eine Stütze sein. Vorübergehend, das kann aber nie dauerhaft Halt geben. Und das Äußere kann im Kern auch nie Sinn geben. Ja? Sinn kann man von innen vergeben. Vielleicht weißt du, dass bevor ich vor 27 Jahren beschlossen habe, ich werde Selbstbewusstseinstrainer, dass ich da Fünf Jahre lang im Außendienst war. Ich habe unter anderem Immobilien verkauft, als Immobilienmakler, als freier Immobilienmakler. Und als ich mir damals überlegt habe, was ist denn das, was ich wirklich will, da kam raus, ich möchte, dass es den Menschen besser geht. Und ähm, so habe ich mir einen Satz gestaltet, den ich jetzt nachschlagen müsste, den habe ich mir damals aufgeschrieben, den habe ich mir viele Jahre lang immer wieder gesagt, also sinngemäß, dass ich möchte, dass es den Menschen besser geht. So, und dieser Satz, der gab meinem Leben ähm, ja, definitiv eine Richtung. Und dieser Satz, der gab mir immer wieder Halt, wenn im Äußeren mal irgendwas ziemlich gewackelt hat. Nachdem ich dann Selbstbewusstseinstrainer wurde, habe ich dann eine ganze Weile gebraucht, bis ich diesen Satz nachjustieren konnte. Also für meine neue Ausrichtung im Leben. Und die erste Formulierung dieses Satzes lautete dann, ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Ziele zum Wohle aller. Ich wiederhole diesen Satz nochmal, ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Ziele zum Wohle aller. Und dieser Satz, der hatte für mich ein paar Jahre lang Bestand. Und dann habe ich aber gemerkt, oder dann ist mir mal der ein oder andere, ich nenne ihn mal Ego-Typ begegnet, wo ich dann gemerkt habe, ah, ah, mit dem habe ich überhaupt gar keine Lust zu arbeiten. Oder mir ist dann mal der ein oder andere Typ Neureicher begegnet, der sein Selbstbewusstsein sozusagen egomäßig ein bisschen geboostet haben wollte, wo ich dann gemerkt habe, ah, ah, mit solchen Menschen möchte ich nicht mehr arbeiten. Und ich habe dann gemerkt, an meinem Mission Statement, da stimmt was nicht. Und ich wiederhole es nochmal, ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Ziele zum Wohle aller. Und dann habe ich gemerkt, also rausgefunden, weil ich einfach immer wieder der Frage nachgegangen bin, was stimmt da mit dieser Formulierung nicht? Das Wort Ziele stimmte für mich da drin nicht. Ja, weil ein Ziel kann ein Ego. Ziel sein. Und Menschen, die auf der Basis von Ego-Zielen unterwegs waren, die haben nicht zu mir gepasst. Und ich habe aber wiederum eine ganze Weile gebraucht, bis mir das bewusst geworden ist. Und dann habe ich in diesem Mission Statement ein einziges Wort verändert und dann hat es für mich gepasst. Rund 20 Jahre lang. Und ich habe aus dem Satz, ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Ziele zum Wohle aller gemacht. Ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Werte zum Wohle aller. Ein Ziel kann, wie gesagt, ein Ego-Ziel sein. Werte, wahre innere Werte, ja, wahre Lebenswerte, wie zum Beispiel Freiheit, Ehrlichkeit, Liebe, Frieden und so weiter und so fort. Und vor allem mit dem Zusatz, genau der Zusatz zum Wohle aller, der war ursprünglich nicht mit dabei am sorry, dass ich da sozusagen in meiner Erinnerung gerade in der falschen Schublade geblättert hatte. Also ursprünglich hieß der Satz: Ich helfe Menschen bei der Erkennung und Realisierung ihrer wahren inneren Ziele. Mit dem zum Wohle aller war dann schon der Aspekt der Gemeinschaft dabei. Ja, zum Wohle aller kann niemals bedeuten, einem Menschen zu helfen, ja, so er egomäßig noch noch dicker und fetter wird und sozusagen noch mehr Ego-Geld verdient. Zum Wohle aller. Ist ein Korrektiv mit dabei. Ja, Korrektiv der Menschen und im Kern der gesamten Umwelt. Und als mir das klar geworden ist, dass ich Menschen im Kern nicht dabei helfen will, Ziele zu realisieren, sondern ihre Werte herauszufiltern, ihre Werte zu leben. Und damit man Werte leben kann, braucht es Ziele. Und insofern sind die Ziele die Erfüllungsgehilfen, könnte man sagen, auf dem Weg hin zu den Werten. Was ist dein Mission Statement? Und mit 99,x-prozentiger Wahrscheinlichkeit hast du keins. Außer Allgemeinplätze. Du willst, dass es dir gut geht. Du willst, dass es deiner Familie gut geht. Ja, Gesundheit und ein langes Leben. Und solche Allgemeinplätze. Helfen dir im Speziellen aber nicht, dein Leben von innen heraus führen zu können. Und solange im Außen und solange in der Familie und so weiter und so fort alles ja, einigermaßen funktioniert, macht das nichts oder tritt es nicht weiter in Erscheinung. Sobald aber irgendetwas Wesentliches wegbricht oder zusammenbricht und du auf dich zurückgeworfen wirst, da wirst du dann merken, welche Klarheit du hast und welche Entschlossenheit oder welche Unklarheit. Und wenn im Leben von Menschen etwas wegbricht, dann zeigt sich, inwieweit sie selbst in sich stabil sind. Menschen, die gekündigt werden und Menschen, die gekündigt werden, die einen wachsen, weil eine gewisse Barriere weg ist und weil sie jetzt das, was sie sowieso in sich tragen, ja noch mehr in die Welt bringen können. Und andere brechen zusammen oder springen von Brücken, weil sie in ihrem Inneren, im Kern leer sind. Wenn das, was ich dir jetzt rübergereicht habe, dich auf die eine oder andere Weise angesprochen hat und du den entscheidenden Schritt gehen möchtest, dass du wirklich herausfinden kannst, was dich tief von innen heraus ausmacht, was dein Beitrag sein könnte für das große Ganze in dieser Welt, dann geh jetzt mal auf gehirngold.de. Da erfährst du kostenlos die sieben größten Insidergeheimnisse, die ich in meinem Lebenswerk als Selbstbewusstseinstrainer herausgeschält habe, die dich in die Lage versetzen, innerhalb von kürzestmöglicher Zeit herauszufinden, was du wirklich 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 willst auf der Ebene deines seelen Selbstbewusstseins auf der ebene deines seins ich bin matthias schwem mein neuestes mein aktuelles mission statement lautet übrigens und das muss ich noch ablesen ich bin matthias schwem und helfe dir von erstarrung emotionale entfremdung oder erschöpfung über die sieben ebenen deiner energie und gelösten tiefen bremsen zu deinem elektrisierenden Lebenstraum. Und mein neues neuestes, mein, mein aktuelles Mission Statement, das werde ich jetzt so lange einüben, bis es die bisherigen Mission Statements überschrieben hat und möglicherweise wird mir dieser neue Satz Energie, Sinn, Zuversicht, Motivation und Handlungsleitfäden geben, ja, bis zum Ende meiner Tage. Wenn du möchtest, wenn du viel, viel Zeit sparen willst, wenn du einen Weg gehen willst, der seit Jahrzehnten funktioniert, funktioniert hat im Leben Tausender von Menschen, dann geh jetzt auf gehirngold.de und verschaff dir kostenlos den Zugang zu den, Größen, zu den sieben größten Insider-Geheimnissen für deinen Lebenserfolg. gehirngold.de Ciao.